So, Freunde, euer Rotex hier. Neues Video bei den Bullet Clerks. Bleibt dran, es geht um den Uploadplan, also wie es bei uns jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren weitergeht. Auf jeden Fall dranbleiben, ihr seid gespannt. Bring the action. Okay, Freunde, im Hintergrund seht ihr gerade so ein bisschen was an Counter-Strike, ein paar gute Runden und ich erzähle euch jetzt einfach mal, wie denn unser Upload-Plan bisher aussieht. Also, am Montag komme ich mit frischen Commentaries ein bisschen auf Fun bezogen, weil ich kenne das bei euch. Ihr habt montags immer so eine Laune, warum ist denn schon Montag? Kann das Wochenende nicht einfach so 2-3 Tage länger sein? Und deswegen dachten wir uns, okay, Montag möchten wir euch auf jeden Fall unterhalten. Und deswegen kommen von uns lustige Commentaries, also beziehungsweise nicht von uns, sondern von mir, aber auf unserem Channel. Und ich freue mich, wenn ihr euch darüber freut und vielleicht euren Tag ein bisschen besser genießen könnt. Am Dienstag kommt der Sleepy mit Play With Friends, ein kleines Projekt, was er ins Leben gerufen hat, indem er einfach mit euch zum Beispiel zockt, beziehungsweise mit anderen Freunden. Unsere Abonnenten sehen wir als Freunde. Und dementsprechend meldet euch beim Sleepy, dann könnt ihr in dieser Folge auch bestimmt mit dabei sein. Am Mittwoch. Okay, heute ist Mittwoch. Diese Woche lade ich noch auf Mittwoch hoch. Ansonsten haben wir ab nächster Woche mittwochs den Ruhetag. Denn ich lade den donnerstags hoch mit frischen Commentaries. Wiederum Commentaries, eventuell auch mal ein bisschen was Ernsteres. Vielleicht auch mal dies oder das. Vielleicht noch was mit einem anderen YouTuber zusammen. Aber an sich dient donnerstags Commentaries. Eventuell auch mal ein witzigeres oder so. Ich weiß es noch nicht, je nachdem, wie ich da gerade Lust habe oder wozu es gerade was zu sagen gibt. Am Freitag kommt der Sleepy mit Commentaries, beziehungsweise bei ihm wird das eher so ein Vorstellungsvideo nach dem Motto, ey, meine Top 5 Top-Lane-Charaktere bei LOL. Und ich denke, dass dieses Format von ihm auf jeden Fall Riesenpotenzial hat. Ich hoffe auch, dass er das wirklich so rüberbringen kann, dass es auf jeden Fall interessant und trotzdem immer noch witzig, spritzig und ein bisschen mit diesem Bam drin. Das wäre echt mega geil. Sleepy, viel Glück dabei. Ich wünsche dir alles Gute dafür. Am Samstag hört ihr denn den Tarik zu Seltenheiten mal bei uns. Tarik hat sich gesagt, okay, ich versuche jeden Samstag ein Video zu machen. An sich ist es bei Tarik so, dass der nicht so viel Zeit hat, aber ich hoffe, dass er das wirklich hinkriegt, weil ich immer noch der Meinung bin, dass Tarik wirklich eine riesen Sache hier leistet und ich bin auf jeden Fall auf seine Endcard gespannt. Das Ding ist, was ihr vielleicht eventuell schon mitgekriegt habt, bei den Endcards ist es bei uns so, dass wir uns immer so ein bisschen battlen, dass wir immer versuchen, die Endcard des Letzten so ein bisschen zu überbieten. Vielleicht ist euch das aufgefallen, ist auf jeden Fall ein verdammt interessantes Ding, wer ballert sich bei welcher Endcard am meisten weg. Am Sonntag haben wir wiederum Ruhetag, weil ist nicht so, ne, Sonntag ist halt, Sonntag ist unser Wochenende, da wollen wir auch mal ein bisschen unsere Ruhe haben. Was ich noch sagen möchte, ist, wir haben ja noch zwischendurch so Montages, beziehungsweise von Tarik die Reviews, die kommen unregelmäßig, deswegen sind die in diesen Uploadplan nicht mit aufgezählt. Wenn die kommen, seht ihr das bestimmt bei uns auf der Facebook-Seite, wenn wir die hochladen, schmeißen wir natürlich immer einen Link auf unsere Facebook-Seite und außerdem sind da auch die Infos, das heißt, wenn man an einem Tag was ausfällt, weil vielleicht irgendjemand was dazwischen gekommen ist, keine Ahnung, ich muss eine extra Schicht schieben bei der Arbeit oder von Sleepy ist der kleine Cousin verstorben oder wer weiß, irgendwas kann ja immer mal passieren und falls ihr da immer informiert bleiben wollt, schaut bei uns auf die Facebook-Seite, lasst ein Like da, schaut vielleicht auch so mal zwischendurch rauf und dann ist gut. Über Facebook könnt ihr nämlich auch mit Easygoing mit uns in Kontakt stehen, einfach mal eine Nachricht an uns schreiben und wir antworten auch hundertprozentig. Bei YouTube genau das gleiche, schon die Kommentare, wir freuen uns über jedes Kommentar und antworten auch, wenn es da was zum Antworten gibt. So, hier nochmal der Rawtex. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja, wenn nein, lasst einen Kommentar da. Ansonsten freue ich mich immer wieder, wenn ihr zuschaut. Euer Rawtex, over and out. Mensch, das hat sich gereimt und was sich reimt, ist gut. Ganz nebenbei nochmal, unser Facebook-Link, den findet ihr in der Beschreibung. Also wenn ihr wirklich immer die Infos haben wollt, guckt darauf, lasst ein Like da. Schönen Tag noch.